Schale ist wieder da, Horm. Bayern München feierte nach dem 3:0-Sieg über den FC Augsburg mit den Fans auf dem Marienplatz. Meister ist der FC Bayern schon etwas länger, jetzt aber ist das erste Mal Zeit zum Feiern. Heute, glaube ich, kann die Mannschaft wirklich mal feiern. Wir haben wirklich lange zurückgesteckt. Wir sind vor, ich glaube, 4 Wochen schon Meister geworden. Die Mannschaft hat sich immer wieder konzentriert auf Juve, auf Barcelona. Hat nicht wirklich gefeiert. Und heute kann sie mal wirklich die Sau rauslassen. Nein, es gibt keine Vorgaben. Das wäre ja hirnrissig, weil die Mannschaft, die hat über das ganze Jahr hat sie überragend gearbeitet, sehr intensiv, sehr akribisch, von Spiel zu Spiel immer wieder konzentriert, fokussiert auf die nächste Begegnung. Und es ist da ganz klar, dass die Jungs heute losgelöst feiern können. 20.000 Fans waren auf den Marienplatz gekommen, um ihr Team feiern zu sehen. Und der FCB tat ihnen den Gefallen. Vor allem Spaßvogel Franck Ribéry und David Alaba animierten die Anhänger zum Feiern. Trotz alledem merkte man, München hat jetzt nur noch eins im Kopf. Wembley. Es ist bei uns allen so, das merkt man unterschwellig, dass jeder das Champions League-Endspiel in den Köpfen ist oder auch das Pokal-Endspiel. Und deswegen glaube ich, dass meine Truppe weiß, was zu tun und was vor allen Dingen was zu lassen ist. In 2 Wochen treten die Bayern in London im Finale der Champions League gegen Dauerrivale Borussia Dortmund an. Am 1. Juni folgt das Endspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Erst danach und dann mit dem Triple soll die richtig große Fete steigen. Klar ist unser Ziel, das Maximum rauszuholen, das heißt noch 2 Pokale zu holen, aber es ist keine leichte Aufgabe. Wir werden uns top vorbereiten und dann hoffentlich mit 2 weiteren Pokalen, das heißt mit dem Triple nach Hause kommen. Und wenn die Bayern mit dem Triple zurück auf den Marienplatz kommen, wird die Party wohl noch viel größer und noch viel ausgelassener.